ist dann erschossen worden und er war aber noch nicht ganz durch mit Seinem Leben. seinem das auch nicht. Ein kleines Kind zusammengeschlagen, interessiert mich nicht. Das ist ein Fun Fact, Fact. Kein unnützes Wissen, weißt du? Ein das ist unnützer Fact. Ja, ein sogenannter Fun Fact ist das. Oh, hallo! Ach, seid ihr auch schon da? Ja, das ist aber interessant. Ihr wartet schon, ihr reibt euch schon die Hände. Was hören wir denn heute alles für interessante Fakten? Wir haben heute einen Hörerwunsch, der schon relativ alt ist, zum Thema unnützes Wissen. Es also, wurde dazu gesagt, solange der vor GTA 6 rauskommt, ist alles in Ordnung. Haben wir noch Ewigkeiten Zeit. Und eigentlich ist ja jede Folge von uns ein Podcast aus unnützem Wissen und unnötigen Fakten. Aber heute geht es nur darum, dass wir euch Fakten vortragen, auch darüber sprechen werden, was wir für Fakten, also über die Fakten werden wir auch reden, werden sie auch hinterfragen vielleicht. Und du hast auch irgendwas Interaktives vorbereitet. Ich habe was Interaktives vorbereitet, das ist der absolute Wahnsinn. Das klang jetzt vielleicht in der Vorstellung spektakulärer, als es ist. Aber guck mal dann mal, ich mache ja erstmal mein Ding hier auf. Und, Robin, wow, dein Ding, Alter. Oh. Ja. Erstmal danke an Jonas fürs Einlösen dieses Hörerwunschs für 20 Euronen. Das ist doch tolli. Daumen hoch. Dankeschön. Und Dankeschön. Wir wollen darüber sprechen. Und das Erste, was ich mir gedacht habe bei dem Schlagwort unnützes Wissen, ist die Schule. Es ist halt Ach echt, so, ja. Es ist halt echt die Schule, weil wie viel Scheiße wird dir in der Schule ins Hirn reingepresst, die du nie wieder brauchst in deinem Leben? Das höre ich immer wieder, das Argument. Ich war auch mal so drauf, aber ich habe ja selber ein pädagogisches Studium gemacht und ich kann so ein bisschen... Ich weiß auch, was jetzt kommt. Ja, und ich kann halt nachvollziehen, dass man so ein gewisses Grundgerüst an Wissen einfach in die jungen Leute, also in die Kinder einbauen Einprügeln. Möchte. Auch das, also ich will die Schule nicht in Schutz nehmen, ja, für ihre pädagogischen, in Anführungsstrichen, Maßnahmen und für die Lehrkräfte, die da praktizieren dürfen, obwohl die überhaupt nicht pädagogisch arbeiten. Das meine ich gar nicht, aber ich rede davon, diese Grundidee von einem Grundwissen, ja, was halt über das hinausgeht, was man im Leben braucht, finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig, weil du ja nie weißt, wohin es dich mal verschlägt im Leben, ja. Vielleicht wirst du ja doch mal irgendwie Doktor der Physik oder gehst in die Politik oder so oder wirst Reporter. Ist für dich eine Kurvendiskussion Grundwissen? Für mich, also ich muss sagen, für mein abstraktes Denken und für meine Vorstellungskraft hat mir das schon was gebracht. Das dachte ich damals überhaupt nicht und viele werden es vielleicht gar nicht merken, aber ich glaube, also auch Kurvendiskussionen und Graphen errechnen, dass das eigentlich wichtig ist für die Entwicklung des Hirns, um Grundlagen zu schaffen, um darauf aufzubauen und um logisch zu denken. Ich denke, dass es wichtig ist. Vielleicht nicht alles wird Sachen geben, da kann man drüber streiten. Aber dieses Ding von, na, wir müssten viel mehr, wir müssen, dürfen nicht lernen, wie eine Kurvendiskussion funktioniert, finde ich Quatsch. Gesagt. Das habe ich ja nicht gesagt. Wir sind uns aber, glaube ich, beide einig, dass das aktuelle Schulsystem überarbeitet werden müsste. Absolut, na klar. Grundlegend revolutioniert, möchte ich gar sagen. Ich würde auch mitgehen und ich glaube, das ist auch gar nicht so eine kontroverse Meinung, bis zur 9. oder 10. Klasse. Aber so ist es ja auch traditionell gewesen, dass man dahin quasi schon eine Schulpflicht hat. Genau. Ja, und danach wird es ein bisschen spezifischer. Alles, was man bis dahin lernt, ist nicht so krass spezifisch, dass ich sage, das ist wirklich unnötig. Das brauchst du in Mathe, brauchst du es nur wieder, wenn du Mathelehrer wirst, zum Beispiel. Ja. Das hast du bis zum 9.10. nicht. Also sowas wie ein Satz des Pythagoras, da sehe ich, dass man den auch im echten Leben mal braucht, selbst wenn man nicht jetzt irgendwie permanent was baut, wo man den braucht oder so. Oder Dreisatz, ja, rechte, linke, Geometrie. Das ist auch damals fein. Damals ist es Quatsch, aber heutzutage bin ich froh, das gelernt zu haben. Das ist noch fein, aber danach wird es für mich schwierig. Ich finde, man sollte den Fokus allgemein anders legen in der Schulbildung. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die sagen, dass Schule nicht die Eltern ersetzen sollen. Ja, meine Eltern haben ja auch nochmal eine Aufgabe, ihr Kind zu bilden und so in Hauswirtschaft mit und Sperma und Eizelle. Das auch, genau. Aber ich meine jetzt so, ich finde trotzdem, dass die Schule auch so ein paar Sachen nochmal aufnehmen sollte, die in manchen Elternhäusern eben doch verloren gehen. Also so, eben doch sowas wie Hauswirtschaftslehre, ne? Dass du irgendwie doch mal lernst, wie man den Boden wischt und das so. Das ist nämlich eine Sache, das hatten wir ja auf dem Gymnasium nicht. Ja? Wir auch nicht. Ja, aber in der Regelschule hat man das.
Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ich war auf beidem. Ich habe erst Realschule gemacht, danach Abitur noch gemacht. Und ich war also auf Gymnasium und Realschule. Wir hatten da überhaupt nicht Hauswirtschaftslehre. Wir hatten Wirtschaft, mein GF hatte das. Und Matthias der Echte und so Konsorten, die damals auf der Parkschule ihren Abschluss gemacht hatten, die haben das auch alle. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie verändert hat oder ob du auf einer Rüdli-Schule warst. Eigentlich war ich auf einer ganz normalen Schule. Und ich kenne das eher aus der Erzieherausbildung oder vom Sozialassistenten, dass man da sowas hat wie Hauswirtschaftslehre. Ja, das ist nicht so ungewöhnlich. Also so wie ich es mitbekommen habe. Wie gesagt, ich selber hatte es nicht, aber ich kenne einige, die das halt hatten oder auch werken halt weiter als bis zur vierten Klasse. Ist das, ja auch das was. Fand ich scheiße, aber ja. Aber also wenn man die Wahl hat zwischen Werken und Kunst, würde ich sagen, Werken ist schon sinnvoller, weil Kunst machst du eher privat, irgendwie ein Bild malen oder so. Ja, aber klar, auch setzt du dich nicht so tief dann auseinander mit Geschichte oder sonst was. Aber, Kunst ja auch aber Werken so fürs wirkliche Geschick mit den Händen ist, glaube ich, fürs Leben etwas nützlicher als Bild malen. Also obwohl natürlich Kunst ist auch mehr als auch mal Speckstein bearbeiten und so, ist mir alles bewusst. Trotzdem, Werken. Ja, ich habe es gehasst. Ich finde es immer noch scheiße zu handwerken, aber ist halt, wie es ist. Wir sind auf jeden Fall einig, dass in der Schule viel Wissen vermittelt wird, was unnütz ist, sicherlich, aber nicht so krass, wie das einige behaupten. Ich finde es gut, dass wir ein allgemeines Wissen vermittelt bekommen, was darüber hinausgeht, dass wir im Leben vielleicht mal konkret brauchen werden. Ich habe dadurch in der Schule auch noch so eine gewisse Arroganz teilweise entwickelt, weil ich mir immer dachte, wenn mich der Mathelehrer angefickt hat, dass ich irgendeine dumme Kurvendiskussion jetzt gerade nicht hinkriege, dann denke ich mir halt, weißt du, der hat sein eines Fachgebiet, wo der wahrscheinlich sich seit 40 Jahren drin befindet und darüber hinaus nicht so den Plan hat von Dingen, weil der halt. Er kann kein Skateboard fahren zum Beispiel. Nein, aber wir Schüler sind ja quasi die Elite, die das quasi breite Spektrum hier gerade in unser Hirn reinpumpen müssen. Mhm. Und der beschwert sich, weil ich sein eines spezifisches Scheißding gerade mache. Das musste er ja auch machen damals. Er war ja auch mal einer von denen, der alles. Ja, aber das ist ja jetzt nicht mehr so. Und deswegen habe ich mir immer gesagt: Halt dein Maul, ich bin jetzt die Elite. Nein, so habe ich es nicht gesagt, weil ich habe ja auch auf Schule geschissen. Du dienst mir, Herr Schmidt, hier. Genau so. Sie haben für mich zu arbeiten. Dann sowas gesagt haben wie, ich verdiene mein Geld so oder so, ist mir egal, ob ihr das lernt oder nicht. 1-2 gab es, aber ich glaube, das ist echt die Minderheit. Das waren dann die da am Ende gesehen haben, okay, hier in Chemie und Bio, da passiert nichts mehr bei diesen Leuten, die sind hoffnungslos, ich setze mich vorne hin und lese Zeitung. Ach so, ja. Haben wir uns eine Aufgabe am Anfang gegeben, hier, lest mal ein Buch, Seite 5 oder was weiß ich, und dann vorne Zeitung gelesen. Der hat auch ein Lehrer, der Alkoholiker war, der hat auch immer eine rote Nase und so. Und er hat uns auch manchmal random Aufgaben gegeben, von denen wir, also die wir nie behandelt haben. So, macht man Seite 3 oder 6 auf und ist er gegangen und kam in der Stunde, wenn wir Glück hatten, wieder und sonst ist er einfach gegangen, weil er einfach gesoffen hat. Oh, Fun Fact, da kommt gerade ein Fun Fact rein. Wir haben ja hier unnützes Wissen. Moment, Fun Fact. Kennst du in einem Land vor unserer Zeit? Ja. Da gibt's die Ducky, die Kleine, ne? Ducky Bee. Nee, Ducky, das ist so ein, so ein Typen, so eine Kleine, die so ein. Dieser Plattenschädel, ja, die so als Rambock sich verwenden können. Die Synchronsprecherin wurde im Alter von zarten 10, 11 oder 12, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, von ihrem Vater getötet. Fun Fact. Ach krass, das wusste ich nicht. Der kam nämlich nicht mit ihrem Erfolg klar. Die deutsche Stimme? Nee, die englische. Englisch. Ah, oh, ist ja grausam. Das ist ein Fun Fact. Ja, so unnützes Wissen. Der fand das echt scheiße, dass sie quasi so in frühem Alter mehr Geld verdient als er durch diese Rolle und hat sie dann umgebracht. Das ist ein anderer Extrem, ne? Ich kenne das eher andersrum, dass dann die Eltern die Kinder voll ausnutzen, ja. Sklaven, damit die halt von dem Geld leben können. Da gibt es ja ein Buch von Jeanette McCurdy, die Schauspielerin von Sam aus iCarly, die wurde von ihrer Mutter wohl dazu gedrängt, Schauspielerin zu werden, wurde immer gestriezt und gebodyshamed und so. Und dann hat sie jetzt ein Buch veröffentlicht, das heißt I'm glad my mother died, also bevor es meine Mutter gestorben ist, wo sie so grinsend mit einer rosa Urne irgendwie posiert und das Buch ist auch sehr hart. Also ich habe das habe ich mir auch nur erzählt, ich habe das Buch jemandem geschenkt, der es gelesen hat für mich und habe es immer erzählt. Das mache ich jetzt auch immer mit Büchern, die ich nicht lesen will, aber den Inhalt zusammengefasst brauche. Auf jeden Fall ist das moderne ChatGPT. Leuten Sachen schenken und dann sie nötigen, die sich durchzulesen und dann nach einer Inhaltsangabe fragen. Warum nicht? Ich habe auch ein paar Fun Facts rausgesucht. Kommen wir gleich zu. Ich wollte nur mal einen reinstreuen, weil ich bin mit der Schule noch nicht ganz fertig. Ganz kurz die Frage an dich jetzt mal allgemein ausgeklammert, ja, was wir irgendwie doof finden mit unnützes Wissen oder auch nicht.
Für dich persönlich, was ist das Unnützeste, was du je in der Schule gelernt hast? Das Unnützeste? Boxspringen, glaube ich. Also alles, was Sport Nein, ist. Da gehe ich nicht mit. Du mal vor der Polizei flüchten musst oder vor irgendeinem. Also es kam schon mal vor, es kam vor und ich musste nicht mal beim Boxspringen. Das kann ja passieren. Nee, also für mich ist Sport das Unnötigste gewesen. Ich habe auch ganz oft meinen Sportbeutel vergessen, so bis es aufgefallen ist. Ja gut, das ist halt körperliches Lernen, vielleicht aber doch mal eher so, was Gehirn angeht. Also, auch bei Gehirnfragen muss ich passen, wie du weißt. Mh. Das unnützeste Wissen. Da gab es einiges bestimmt. Wir mussten, also es gibt so Bücher, die ich dumm fand. Ich finde überhaupt diese Auswahl von Büchern, die man in Deutsch lernen muss, finde ich meistens sehr random. Also sowas wie Die Wolke und so und Die Welle, das sind Bücher, die finde ich sehr gut, weil es ist auch, da geht es auch irgendwie um Politik und um sozialkritische Themen. Aber wir haben mal gelesen von Eichendorff, oh, wie hieß denn das Buch? Irgendwie, da ging es um einen dummen Typen, der halt ein bisschen naiv ist, und da ging es irgendwie 3 Kapitel darum, wie er durch den Wald spaziert, hat das geschildert. Mhm. Fand ich furchtbar langweilig. Mhm. Das war für mich das unnötigste Buch, was ich je gelesen habe. Bei mir sind 7 Jahre Latein. Ach so. Einfach down the drain. Überleg dir, wie viele Stunden das sind. Da würde ich widersprechen. Ich finde Latein eine sehr, sehr gute Sprache, weil auf Latein viele andere Sprachen aufbauen. Und so kannst du vieles. Aber es hat mir nicht geholfen bisher. Also kannst du dir vieles erschließen aus anderen Sprachen. Ja, das ist Skript und Skribere und bla. Ich verstehe das alles, aber das sind auch Sachen, die man weiß, wenn man nicht 7 Jahre Latein gemacht hat. Nein, nicht unbedingt. Es gibt auch so Sachen, also ich habe jetzt nicht viel Latein. Aber mir hat es voll geholfen beim Studium und mir hat es geholfen, manchmal auch Sprachen zu verstehen, wenn ich die halt nicht sprechen konnte. Also ich finde so Grundlagen der Sprache, also klar, ich bin aber auch ein Sprachenfan, aber wenn man das vielleicht nicht ist, dann ist es vielleicht etwas schwierig. Ich bin einfach ein Fan von Sprache. Es gibt da einfach Dinge auf der Welt, die finde ich gut, so wie Sprache zum Beispiel. Ja, Sprache sprechen. Aber ich musste mal für ein Theaterstück ein wie heißt denn das, lateinisches Gedicht auswendig lernen, was ich immer noch auswendig kann, weil die Sprache auch so einfach ist. Lorem ipsum. Nee, ama virumque cano, troje que primus, ab oris und so weiter. Das ist die Reise des Aeneas von Vergil. Das ist ganz wichtig, dass das in deinem Hirn drin ist. Find ich witzig. Zum Beispiel gebe ich damit an vor Leuten. Hier, ich kann auch Gedicht auf Latein, dann spreche ich. Kein Gedicht, ist ein Text irgendwie, was sich nicht reimt, aber hat mir Spaß gemacht. Was mir auch Spaß macht, das sind so Fun Facts. Ich habe mir einfach rausgesucht, die ich einfach witzig finde. Und zwar wusstest du, dass die Firma Carglass, Car und Glass in Deutschland, die heißt in England Autoglass. Nee. Die haben es quasi geswitcht, sozusagen. Das finde ich geil. Ja, aber. Ja, aber der heißt auch also Auto, ich weiß. Ja. Aber es heißt ja auch nicht Grand Theft Car. Was ich komisch finde. Aber ja. Ist das nicht witzig? Nee, aber wurden die nicht sogar eh auch mit. Irgendwas war doch da komisch geschrieben. Doppel R? Doppel S? Ein S? Ich weiß es nicht. Egal, Glass, aber Autoglass klingt halt. Für deutschen Markt eigentlich gut, oder? Ja, eigentlich schon. Vielleicht ist es zu naheliegend. Und alle kennen ja diesen Werbejingle, ne? Carglass repariert, ja. Carglass tauscht aus. Das ist in England, singen die gar nicht Deutsch. Echt nicht? Ja, Fun Fact. Oh, haben die auch einen Jingle? Keine Ahnung. Warte, was will ich erstmal raussuchen hier? Autoglass. Warte. Auto. Jetzt kommt erstmal ein neuer Jinglebär. Glass. Jinglebär. Ja, oh Gott. Habe ich völlig verdrängt. Jingles Around the World, geil, da gibt es so eine Sammlung von Carglass. Ach du Scheiße. Carglass erstellt. Rombless. Das ist ja richtig, ist ja übelst geil, Alter. Ich würde es auf Englisch gerne hören. Carglass repariert. Hä, aber unsere Melodie ist viel geiler. Aber ich habe das ganz oft gemacht, dass ich auch so Anime-Intros und Serien-Intros so in verschiedenen Sprachen gehört habe, so in einem Video, ja. Wo ganz viele geschrieben immer haben, dass die deutsche Version immer die beste ist, weil die am besten produziert war und am coolsten klingt. Ja, viel Energie dahin. Kanada, wo ist denn hier Englisch? Germany, hat ja verschiedene. Ja, okay, das. Ja, das ist besser als das zweite. Griechisch, Alter. Ja, also ist. Oh. Griechisch, die sind so dumm, die reden so scheiße. Niederländisch. Okay. Oh, guck mal, zum Glück hatte ich Latein. Ja, geil, Alter, das werde ich mir meine. Machst du ja die Playlist rein. Mann, das ist schön auf Repeat, Alter. Ich habe so eine Playlist, die heißt Butter, wo ich Videos drin habe, die gucke ich mir, wenn ich traurig bin. Ja, spannend, finde ich gut. Geil. Oder wusstest du,
dass pro Jahr mehr Monopoly-Noten als US-Dollar gedruckt werden. Nee, was eigentlich ist ja logisch ekelhaft. Ist, weil Geld wird ja nicht so oft nachgedruckt. Ja, aber Monopoly ist ein Drecksspiel und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das... Ursprünglich nicht. Ursprünglich war das mal ein kapitalismuskritisches Spiel von einer Person. Ja, und deswegen ist es ein Drecksspiel. Das sollte ja zeigen, dass Kapitalismus scheiße ist. Genau, und dann hat... Und deswegen ist es spielmechanisch ein Drecksspiel. Dann hat sie es quasi... Genau, sie wollte halt zeigen, dass man das im Kapitalismus nur einer gewinnen kann, der am meisten Geld hat, sollte eigentlich den Leuten Spiegel vorhalten. Dann hat die Person das aber irgendwie verkauft an eine große Firma, also hat es selber dann durchgespielt, den Kapitalismus. Mhm. Und ja, jetzt ist es halt ein Spiel, einfach um sich mit der Family zu streiten. Es ist super scheiße. Ich hasse es auch. Welchen Bereich in deinem Leben würdest du denn sagen, hast du am meisten unnützes Wissen? Man hat ja so verschiedene Felder. Naja, unnütz ist ja immer so die Frage. Ne? Also für mich ist jedes Wissen, was ich habe, nützlich. Ich habe sehr viel Wissen zum Thema Geschlechtskrankheiten, beruflich. Und ich habe viel Wrestling-Wissen. Ja, und das würdest du nicht als unnütz ein? Nö, gar nicht. Warum? Also ich stufe auch Sachen, die mir irgendwie Spaß machen, als unnütz ein. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meine Spielesammlung angucke, ja, dass ich alleine die ganzen Stories von den Spielen im Kopf habe, ist jetzt für mich nicht unbedingt nützlich, ja. Weil wenn du das guckst und währenddessen irgendwie Spaß hast oder spielst halt, auch bei Filmen, dann ist ja quasi schon der Sinn erfüllt, sag ich mal. Aber dass du darüber hinaus die ganze Zeit irgendwie im Hirn abrufen kannst, was da genau für Charaktere was machen und so, ist eigentlich unnütz. Ich würde es eher definieren in Wissen, was überlebenswichtig ist. Da habe ich nicht so viel. Ich auch nicht. Weil ich finde, auch Wrestling-Wissen ist super cool, wenn du mit Leuten irgendwie im Raum bist und Wrestling guckst und du Sachen erklären kannst, auch oder Leuten, die es nicht so gut kennen, weißt du? Aber du bist wie so ein ganz anstrengender Kinobesucher, der dann jedes Mal sagt, ah, das ist übrigens, das ist hier der Bruder von dem Schauspieler und der ist der gleiche Regisseur, der diesen Film gemacht hat, wo Buxtehude mitgespielt hat. Das mache ich nur mit Konsens, wenn ich mit Leuten zu Hause Filme gucke und wir einigen uns vorher drauf, hast du Bock, dass ich mit dir mein Wissen teile über den Film? Dann drücken wir Pause, dann erzähle ich für die Person was darüber. Pause drücken im Film, Alter. Ja, das aber ist im Kino, skandalös. Alter, ich hasse das. Also ich kenne das vom Theater recht häufig, dass Menschen schon sagen mussten, ey, Fresse halten jetzt mal, ich verstehe ja nicht, worum es gerade geht in Faust. Oder bei Opern auch. Da hat man einmal so eine Achtung, gleich spielt er Trompete. Spoiler. Nee. Ja, genau. Und da hatten wir so eine Mutter und ihre Tochter irgendwie sitzen vor uns. Da hat die Mutter anständig andauernd so Sachen erzählt. So, ey, übrigens, das und das und das. Und das haben wir halt gehört die ganze Zeit. Da haben wir irgendwann mal auf ihre Schulter getippt und gesagt, ey, es reicht. Ey, übrigens, reicht mal jetzt. Halt dein dummes Maul. Ja, genau. Da ist richtig ausgeflippt. Und hat noch meine Bekleidung aufs Maul hauen wollen. So. Und das war richtig schwierig. Nee, oder im Kino. Hatte ich letztens erst bei dem Ghost-Film. Dass neben uns so ein Pärchen saß, die dauernd gequatscht haben. Kino, Leute, wenn Menschen Geld gezahlt haben für einen Film, Fresse halten oder fürs Theater, für die Oper, Fresse halten. Also das würde ich nicht pauschal sagen, das kommt aufs Ambiente an. Nein, pauschal. Nee, also wenn man in sowas wie Deadpool reingeht, der lebt davon, dass die Leute irgendwie mitgehen und weißt du? Ja klar, dass man lacht und so. Oder wie, nicht dazwischen reden, das verstehe ich schon, aber... Ja. Keine Ahnung, selbst wenn mal irgendwie Leute lachen bei was eigentlich nicht witzig war oder so, das gehört halt dazu. Wir hatten das mal an der Uni, da gab es einen Feuerzangenbowlenabend. Das ist so eine Art deutscher Film mit Rührmann oder wie das heißt. Das ist sehr interessant, da geht nämlich ein, ich weiß nicht, mit 40er oder 50-Jähriger wieder in die Highschool und hat dann eine minderjährige Freundin. Ja, der Film ist nicht sehr gut. Lob den mal schnell ist jetzt. Ist sehr schwierig, der Film. Ich mag den auch nicht. Aber wir hatten halt immer so einen Abend, also ich nicht, also mit wem meine ich nicht ich, sondern die Uni hat das organisiert jedes Jahr. Der Stura, glaube ich. Also vor allem Highschool, Alter, hab ich einfach gesagt. Ja, die gute alte Highschool, damals, vor 80 Jahren in Deutschland. In München. Und jedenfalls gab es dann zwei Räume. Es gab, also da müssen zwei Hörsaalen parallel gestreamt quasi. In einem Saal war es, irgendwie durfte man quatschen und saufen und so. Und im anderen Saal war es irgendwie für die Leute, die den Film nicht kennen und gucken wollen. Und ich fand beide Kinos anstrengend, weil in beiden gelabert worden ist. Also hat nicht funktioniert, aber die Idee war ganz gut. Also würdest du so bei dir sagen, ist Wrestling eins der größten Felder mit, ich sag mal, für die breite Gesellschaft unnützes Wissen? Wrestling oder auch Falco zum Beispiel. Gut, über den Falco. Weiß ich auch alles, ja. Das ist ein Lacher, ich könnte dir auch jetzt eine Stunde Podcast erzählen über ihn. Aus dem Stegreif könnt ihr dir Fakten erklären, wie zum Beispiel, dass er der einzige Überlebende an der Zwillingsgeburt war. Schade. Hat keiner gewusst. Also schade, dass nicht alle gestorben sind. Egal, das gewesen wäre. Er ist ja gestorben, leider. Ja, verspätete Abtreibung. Also auf jeden Fall. Elvis war, glaube ich, auch irgendwie von Zwillingen der einzige Überlebende.
Der hat nicht überlebt, Elvis ist auch tot. Ja, aber die Geburt hat er überlebt zumindest, sein Zwillingsbruder nicht. Die Geburt, was ich sagen wollte, bei mir sind das wahrscheinlich auch so ein paar Felder. Und zwar offensichtlich natürlich sowas wie Skateboarding, aber das würde ich ja gar nicht erst mit reinnehmen, weil das irgendwie so abstrakt ist mit diesen ganzen Tricknamen und sowas. Das interessiert ja wirklich keinen, der da nicht irgendwie drin ist. Aber es ist zumindest den Satz dazu, es ist geil, dass du quasi wie auch in der Sprache, wie in Latein, sage ich mal, grundlegende Bewegungen beschrieben hast. Mhm. Und egal, was du quasi neu erfindest oder kombinierst, du kannst es darüber alles benennen. Ja. Das finde ich sehr, sehr geil. Und das hast du jetzt bei einem Fußballtrick wahrscheinlich nicht. Wenn jetzt einer irgendwie einen Fußball auf eine neue Art, weiß ich nicht, irgendwie... So. Ja, aber das gibt's ja schon. Aber ja, wenn der da jetzt was Neues erfindet und irgendwie dreimal jongliert, sich das um die Hüfte leiert und dann auf dem Kopf landet, was weiß ich, das wird wahrscheinlich nicht speziell benannt werden können. Also der kann natürlich einen neuen Namen sich ausdenken dafür, aber du kannst da nicht sagen, das ist jetzt hier ein Tripling around the world Headbutt oder sowas. Das und das haben ja Skaten und Wrestling gemeinsam, ja, dass sie in beiden Fällen kann man noch Tricks quasi erfinden und die halt benennen und die werden dann abgewandelt irgendwie von der neuen Generation und so und da kann man sich verewigen dadurch. Manchmal heißen auch dieselben Moves irgendwie verschiedene Weisen irgendwie, ne? Ja, das ist ja auch so ein bisschen mein Ansporn, also mit... Es gibt ja so die Kategorie NBD, Never Been Done. Und ich würde schon sagen, in den letzten Jahren habe ich einige NBDs gemacht, die wirklich kein anderer auf der Welt gemacht hat. Genau sicher sein kann man sich natürlich nicht, weil, ne, aber es gibt keine Footage von einigen Sachen, also keine Videos davon. Und offiziell ist dann die Regel, wer es zuerst hochgeladen hat, weißt du, hat es halt zuerst gemacht. Kann man ja auch nicht mal googeln, ne? Wenn du so wie gesagt, du machst den dreifachen Salto und balancierst irgendwie auf deinem rechten Schneidezahn irgendwie den Skateboard. Doch, finde ich eine gute Idee. Das kannst du ja auch nicht irgendwie googeln, ne? Ja. Schwierig. Aber das ist auf jeden Fall ganz witzig. Deswegen, das ist so ein Feld von mir, aber ein anderes Feld wären auf jeden Fall Videospiele, Filme und Serien. Und da gibt es ja auch einige Fun Facts, die auch öfter mal zitiert werden. Oder Trivia-Fakten. Trivia-Fakten. Ja. Einer der berühmtesten ist, wusstest du schon, dass Aragorn bei Herr der Ringe, super Filmserie übrigens, wusstest du das Finde ich auch, ja. Dass der da in so einem Wutanfall vor einen Helm getreten hat und sich dabei wirklich den Fuß gebrochen hat. Ja. Und sein Schmerzschrei war echt in dem Moment. Mhm. Das ist wirklich das, was du an jeder scheiß Ecke liest, wenn es irgendwie um Movie-Trivia geht. Oder auch DiCaprio bei Django Unchained, wo er so auf den Tisch haut. Genau, und dann das wirklich blutet und dann schmiert er sein Blut der Frau ins Gesicht und das stand nicht im Skript drin. Das finde ich aber nicht cool, ehrlich gesagt, so wegen, naja. Naja. HIV-Gefahr und so. Hey, aber Leonardo. Du als HIV-Mann, du kriegst doch kein AIDS, weil dir jemand Blut in dein Gesicht schmiert. Mit Blut ist man immer vorsichtig. Das gibt irgendwie, kann mit HIV, es kann mit Hepatiten und so Schwierigkeiten geben. Also ich finde... Also dass das nicht Blut, super hygienisch ist, da gehe ich ja mit, aber das kriegt man ja nicht sofort AIDS, nur weil man sofort nicht, weil ich weiß ja nicht, ob die Person irgendwie eine Wunde irgendwie hat. Das weiß man ja auch, wenn man zum Beispiel einen Zombie tötet und das Blut ins Gesicht spritzt, wird man ja auch nicht zum Zombie. Das ist ja anerkannt. Ja, Zombies gibt es ja auch nicht. Doch, das ist Wissen. Aber HIV gibt's. Es gibt Menschen, echt, es gibt AIDS-Leugner. Auch Fun Fact. Hm. Ich habe auch in meiner Laufbahn Leute kennengelernt, die gesagt haben, es gibt's gar nicht. Haben dann Leute überzeugt, die HIV-Medikamente abzusetzen. Und dann sind sie halt gestorben nach ein paar Monaten. Hm. Fun Fact dahingehend, Freddie Mercury hatte ja AIDS. Aber beim Live Aid hatte er das noch nicht. Nee, Live Aids. Hm. Also im Film Bohemian Rhapsody, auch Fun Fact, hat er es eigentlich schon gewusst beim Live Aid. Aber das ist aber Quatsch. Eigentlich war es gar nicht so, ja. Das heißt, Biopics sind oftmals ein bisschen abgewandelt. Für die Dramatik. Für die Dramaturgie. Und deswegen hört lieber auf uns, wenn es um Fun Facts geht. Genau. Eines meiner Lieblings, ich habe es nochmal rausgesucht, meiner Lieblings Movie Fun Facts ist ein Zeitungsartikel, der in dem Film Inspector Gadget vorkommt. Oh ja, geil. Kennst du? Inspector Gadget. So, und in dem Zeitungsartikel steht hier runterwärts am Rand Buchstaben untereinander Fuck Disney. Oh. Das finde ich richtig geil. Ja, witzig. Und das ist halt auch was Bestätigtes. Es gibt auch so ein paar andere Sachen, wo man immer sagt, ja, das ist so, aber kann auch nicht sein. Also zum Beispiel bei Der König der Löwen gibt es so einen Moment, wo sich, ich glaube, Simba so ins Gras fallen lässt und da kommen dann so
so Staubwolken irgendwie aus diesem Gras so raus. Mhm. Und wenn man da im richtigen Moment Pause drückt, steht dann da Sex. So. Aber halt so ein bisschen, bisschen ranzig, sage ich mal. Und das jetzt irgendwie als Fakt hinzustellen, finde ich ein bisschen schwierig. Aber hier Fakt Disney, das ist ja wohl eindeutig. Es gibt ja auch Fake Facts. Ja. Es ist gerade auch in der GTA-Community sehr krass, wo es irgendwie heißt, hast du gewusst, wenn du um die Uhrzeit auf dem Berg stehst und die Nummer eintippst, dann spawnt ein Panzer über dir oder so. Aber es sind einfach nur Mods meistens, ne? Also wo es verändert wird. Ja. Wir kaufen das aber dann für Klicks quasi als Fakten. Das gibt's hier nicht bei uns. Ja. Hast du irgendwie in so einem Film Fakt oder irgendwie so eine Kleinigkeit, die du immer im Kopf hast oder irgendwas? The Crow zum Beispiel. Der ist tot. The Crow, genau, der Schauspieler ist während der Dreharbeiten gestorben, als sich ein, ich weiß gar nicht, woran es lag, war es ein Projektil, was sich gelöst hat? Das war auch ein Projektil, das war so eine Situation, wie wir jetzt gerade erst wieder haben mit Alec Baldwin. Genau, es gab halt eine Schussszene und da ist dann der Hauptdarsteller Brandon Lee. Ja. Ist dann erschossen worden und er war aber noch nicht ganz durch mit seinem Leben. Das war auch nicht. Der war zwar ein Speedrun, der war noch nicht ganz fertig, nee, aber. Aber mit den Szenen quasi, also es hätte noch ein paar Sachen filmen müssen. Ja. Und sie haben dann den Rest quasi mit CGI animiert, was damals auch richtig teuer war. Aber hat nicht sein Bruder auch da? War das nicht auch mit? Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Also bei The Fast and the Furious ist es auf jeden Fall so, dass. Mit Paul Walker, genau. Ich glaube auch bei Brandon Lee ist der Bruder. Also der Bruder ist eingesprungen plus CGI, glaube ich, aber. Also ich habe auch The Crow gesehen. Das ist mir zu wenig tot, deswegen ist das nicht so mein Funfact. Ich habe gleich noch einen besseren. Da gibt es einige krasse Sachen. Ich habe mal so ein Video gesehen mit irgendwelchen Schauspielern, die am Set gestorben sind. Und bei irgendeiner Sitcom gab es mal einen Schauspieler, der hat mit einer Waffe gespielt in der Pause, als er einfach den Kopf geschossen aus Versehen war dann einfach nicht mehr da. Nicht mehr da? Wo war der dann? Tot. Urlaub? Ach so. Ja. Urlaub für immer. Das ist ungünstig. Urlaub vom Leben, Alter. Der hat's richtig gemacht. Nee, ich habe noch einen besseren Funfact und zwar John Landis, sein Regisseur. Unter anderem, wir hatten es zuletzt angesprochen von Beverly Hills Cop 3, der unbeliebteste, wo ich widersprechen würde. Der hat auch allerlei andere Filme gemacht. Unter anderem hat er dann auch Twilight Zone gemacht damals. Und in Twilight Zone war so ein Kriegssetting, ja. Ich glaube Vietnamkrieg. Da waren zwei vietnamesische Kinder, die von einem Typen Vic irgendwas. So aus dem Sumpf rausgetragen werden. Genau das. Ja. Und da hieß es, da muss jetzt ein Helikopter drüber fliegen, weil das ist dramatisch. Und das war dann immer nicht dramatisch genug. Deswegen hieß es ja immer tiefer mit dem Helikopter. Mhm. Und dann ist da irgendwie so ein Querschläger von der Explosion in das hintere Rotorblatt rein. Und der Helikopter ist abgestürzt und hat alle drei einfach instant ich kann gar nicht enthauptet sein, die wurden einfach vaporisiert von den drehenden Rotorblättern. Und da ist bis heute niemand für zur Rechenschaft gezogen. Mhm. Das ist halt echt insane. Also die Karriere von John Landis hat natürlich gelitten und deswegen war das auch so ein Versuch damals noch mit Beverly Hills Cop 3 sich zu rehabilitieren, was halt nicht funktioniert hat, weil der einfach Gift am Boxoffice war. Aber also das ist einfach insane, dass da bis heute keiner irgendwie gerade stehen. Es gibt ja Aufnahmen sogar bei YouTube, ne? Ich habe das mal gesehen in so einem Video, wo es auch halt um so Filmtode ging bei Szenen, das besagte Video. Da haben sie das eben auch gezeigt und man sieht nicht viel, weil es halt echt. Ja, weil es auch super schnell geht. Ja, nee, aber auch weil die Kamera nicht so gut, also die veröffentlicht worden ist zumindest, wurde auch, also war jetzt nicht so die beste Qualität. Ist auch schon sehr lange her. Und noch einen letzten Todesfact habe ich im Wrestling, da ist mal... Ich wollte einen letzten Satz dazu sagen. Ich glaube nämlich, wenn das keine vietnamesischen Kinder gewesen wären, sondern amerikanische, kann ich mir vorstellen, dass da ein größeres Fass aufgemacht worden wäre. Ist ja auch ein paar Jahre nochmal her, ne? Die Eltern waren ja auch am Set gewesen, ne? Die haben das ja mitgesehen. Ja, aber die Kinder waren auch irgendwie nicht offiziell unter Vertrag, weil die halt jung waren und ich glaube keine amerikanischen Bürger. Und ich kann mir schon vorstellen, so mit Ansichten damals noch mehr, dass es ein größeres Fass gewesen wäre, wenn es irgendwelche amerikanischen Kinder gewesen wären. Egal, du wolltest noch was geiles Wrestling noch sagen. Bret Hart. Nee, Owen Hart. Meine ich doch. Der Bruder von Bret Hart, der berühmte Hitman Hart. Der ist nämlich verstorben bei einem Live-Event 1999 bei Over the Edge. Das ist leider ein sehr guter Titel. Hat er leider wirklich genommen. Genau, weil er hatte zu dem Zeitpunkt ein Gimmick, also eine Rolle, die hieß The Blue Blazer, das war so ein Superheld. Und er ist dann quasi immer, oder nicht immer, aber manchmal bei großen Events,
hat er sich von der Hallendecke hat er sich so abseilen lassen, wie so, als würde er reinfliegen, so in den Ring, und es war immer sehr spektakulär. Also überhaupt nicht mochte, weil er Höhenangst hatte, aber hat sich überreden lassen, das zu machen ein paar Mal. Jedenfalls ist er, während gerade die Fernsehkameras woanders hingerichtet waren, die haben gerade im Backstage-Bereich so Segmente gezeigt, muss er eine Sicherung gelöst haben aus Versehen und ist dann quasi over the edge, über die Kante des, seines Stegs, wo er stand, ist dann gefallen und fiel in den Himmel, aber vorher ging es nochmal nach unten. Viele Meter von der Hallendecke halt auf die Ringecke, ist dann mit dem Kopf drauf geknallt. Und hat ganz knapp noch einen Referee, glaube ich, verfehlt, der noch erschlagen wahrscheinlich sonst. Und war wohl instant fast tot. Also war instant irgendwie. Instant fast tot. Also ich glaube, er ist noch im Ring oder so verstorben, oder im Weg im Krankenhaus. Und dann haben dann die Kommentatoren noch gesagt, ja, gerade gab es einen Unfall, es ist aber nicht Teil einer Storyline, sondern es ist echt passiert. Irgendwie ist gerade Owen Hart von der Ring, Quatsch, von der Hallendecke gestürzt und wünschen ihm alles Gute so. Dass er überlebt. Da liegt einer mit so einem auslaufenden Gehirn. Wir wünschen dir alles Gute, Alter. Nee, also er ist nicht irgendwie aufgeplatzt, sondern ist einfach dann irgendwie erschlagen gewesen davon. Und sie haben die Show fortgesetzt. Was die Familie von Owen Hart sehr kritisiert. Nee, Owen Hart hätte das gewollt. Der ist nämlich ein Vollzeit-Entertainer. Ja, Show must go on. Also. Das lag es eben gerade nicht bei ihm, weil er sehr sensibel war und so und sowas nicht gewollt hätte und auch Angst hatte vor diesem Stunt. Ja, das ist ja auch Geschwaller, Alter. Die haben die Entscheidung getroffen wegen Geld. Natürlich. Und die in der Halle wussten nicht Bescheid. So, die dachten, das ist irgendwie, ja, so wie was runtergefallen von der Halle. Die haben sich richtig mitbekommen, die Leute, die da in der Halle waren. Den Fernseher haben es eh nicht gesehen. Die haben nur die Ansage gehört, dass Owen Hart im Krankenhaus ist und sowas, was schiefgelaufen ist. Sie haben es durchgeführt und aber es war relativ schnell klar, dass er tot ist. Und sie haben die Show fortgeführt und da siehst du auch wie der Undertaker und noch ein anderer, ich weiß gar nicht, wer das war. Der Undertaker konnte den noch direkt mitnehmen. Ja, genau, als Totengräber, der wusste, dass er quasi tot ist oder dachte, dass er tot ist, aber ist nicht ganz sicher, aber musste dann noch ein Match machen. Siehst aber, wie er halt so kurz vorm Heulen war die ganze Zeit, also richtig sad, die Veranstaltung. Ein Unfun-Fact. Das wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen, so ein richtig ikonisches Wrestling-Ding zu machen, weißt du, die kommen dann alle mit so Trauermusik rein und während die kämpfen, laufen so traurige Violinen im Hintergrund, weißt du, so mal genau das Gegenteil von diesem normalerweise aufgepumpten, sondern einfach so richtig sad. So, das gab es viel zu häufig, ne? Ich meine, seitdem ich Wrestling gucke, sind ja auch mehrere schon verstorben, jetzt nicht im Ring, aber irgendwie abseits auch recht jung, wie Eddie Guerrero, Chris Benoit und Bray Wyatt. Und dann machen die auch mal so Tribute-Shows, wo dann auch die Superstars alle mit schwarzen Binden und so dann auf die Bühne treten. Machen mit so Kreuzen drauf. Nein, die machen dann so 10 Ringschläge hier und widmen dann der Person die Show quasi. Also das gibt es auch manchmal. Aber jetzt mal weg davon. Kommen wir zurück zu Fun Facts. Ja, ich wollte auch nochmal zu einem schönen Fun Fact, wenn wir gerade bei Filmen sind, und zwar The Shining. Ich weiß nicht, ob du The Shining geschaut hast. Ja, ist aber lange her. Da gibt es, du erinnerst dich, eine schwarzhaarige Dame, Shelley Duvall heißt die. Die Frau von Jack Nicholson. Ja, ja. Ja. Die wurde damals so gelobt für ihre schauspielerische Leistung im Film. PS, ich mag den übrigens nicht. Ich mochte nicht mal das. Also das Buch war so eine 7 von 10, konnte ich mir geben. Aber der Film ist mir einfach, das ist nicht meine Art von Film. Das ist diese Slowburner-Scheiße, Alter. Da könnt ihr mich jagen mit dieses, oh, wir machen jetzt hier Atmosphäre. Nee, Alter, das ist mir leider nichts. Aber es gibt da ja diese berühmten Szenen mit, ich schlag hier die Axt in die Tür, hier ist Johnny und so. Und genau. Die Baseballschläger-Szene, I'm gonna bash your head in, oder skull in, weiß ich nicht. Die hat den Weltrekord für die Szene mit den meisten Reshoots, ja, weil unter anderem das ein Part der Tortur war, die Shelley Duvall über sich ergehen lassen musste. Die wurde nämlich richtig hart abused on set vom Regisseur Stanley Kubrick. Der hat unter anderem auch allen gesagt, die sollen nicht irgendwie empathisch mit ihr sein und die ignorieren. Dass er quasi, er wollte so richtig sie in dieses Mindset von, du bist ja isoliert. Ja, das also ist ja ein Film, der quasi in so einem auf einem Berg spielt, in einem Hotel, was verlassen ist, und die müssen da quasi drauf aufpassen. Und dann passieren Dinge, ja, und man driftet so ab. Und das ist auch ein Ding, was ich nicht so ganz geil finde. Also Jack Nicholson, der hat ja eh schon diesen Ruf von, der ist der Störi. Und im Buch ist es eher so, das ist ein normaler Mann, der langsam den Verstand verliert. Und im Film hast du halt Jack Nicholson, der von Anfang an einfach Jack Nicholson ist. Wo du denkst, ja klar, kommt ja gleich mit Baseballschläger an. Egal.
Und dieses Setting wollte er quasi in die Schauspielerin so richtig reindreschen. Also der hat ihr immer Sachen nicht gesagt, die passieren, ja, dass sie halt wirklich erschrocken ist, wenn dann irgendwie was Krasses passiert. Dann wurde die unter Drogen gesetzt ohne Ende. Das ist einfach von vorne bis hinten richtig geil, was mit der Frau gemacht wurde. Und am Ende sagen alle, ey, gutes Acting. Nur war es halt nicht so ganz Acting, ne? Und das ist auf jeden Fall ein Hollywood der Vergangenheit, hoffentlich. Das ist noch so dieses großartige Epstein, Weinstein-Hollywood, meine ich. Das ist ja alles eins, ne? Epstein, Weinstein. Albert Einstein. Ja. Ja, Shelley. Große Schauspielerin. Ja, das finde ich nicht geil. Aber ich hab mal, ich glaube, meine öfteste Szene, die ich machen musste, waren auch so 30 Takes oder so. Das war ein langer One-Shot. Und zwar, ich war richtig abgefuckt davon. Das war die letzte Szene des Tages auch noch, warum auch immer. Und es war irgendwie eine Szene, wo ich mit meiner Filmpartnerin quasi durch das Uni-Gebäude gehe. Wir haben einen Dialog, dann treffe ich meinen besten Freund und dann bringt er mich zu Weißblut, bis ich ihn halt schlage irgendwann. Mhm. Siehst du, da wollte der Regisseur dich auch zermürben, weil wenn du das immer wieder durchleben musst, dann spürst du das richtig. Ich habe auch so einen gespielt, so einen auffälligen, also sehr verhaltensauffälligen Typen, der sich nicht nur Kontrolle hat und so. Und es war 30 Mal und ich war echt abgefuckt, aber es war echt nicht deswegen, ich glaube nicht, dass er das Kalkül hatte, der Regisseur, sondern es war einfach nur, weil er nicht zufrieden war mit, war irgendwie das im Bild und mal waren wir da nicht so genug und es war richtig anstrengend, da war ich echt kurz vorm Hinschmeißen. Also ich bin fast froh, dass ich das nicht mehr mache, weil an dem Tag habe ich echt bereut, das gemacht zu haben. Das ist natürlich ähnlich schlimm wie das, was Shelley durchlebt. Ja, ja, absolut, absolut. Ja, aber wenn ich halt meine, so wenn ich selbst da schon abgefuckt war, ich habe auch schon Filmsets gehabt, wo ich die Menschen nicht sympathisch fand, wo ich genervt war davon, dass alle so doof waren und gestresst waren. Und wenn ich dann feststelle, also da gibt es solche Fälle, wo die echt gestriezt werden, bewusst gestriezt werden, um vor der Kamera so und so zu sein, das ist unprofessionell einfach, das machst du nicht. Aber das Acting ist Stanley Kubrick, hallo, der ist über jeden Zweifel erhaben, was der macht, ist immer toll. Die Zeiten sind vorbei, man kann nicht mehr sagen, ach so, Till Lindemann, der darf das machen, das ist vorbei. Jeder Cineast hasst mich jetzt, aber Stanley Kubrick-Filme sind einfach Schmutz, Alter. Ich kann, also das sind natürlich irgendwo gute Filme, auch aber ich kann mir die nicht geben, Alter, dieses... Und dann wird erstmal 30 Sekunden eine Halle, einen Gang gezeigt. Guck dir jetzt mal diesen Gang 30 Sekunden an. Halt dein Maul. Ja, es kann ein Stilmittel sein, um sich da reinzuversetzen, so, dass du in die Szene reinkommst, weil ich finde es fast schlimmer, wenn Filme so schnell geschnitten sind, du erschlagen wirst von den Szenenwechseln. Es muss ja nicht TikTok-mäßig geschnitten sein, aber der Shit soll vorangetrieben werden und nicht... Ich hasse halt eher so Filme, die so irgendwie 80% Atmosphäre geben wollen. Der guckt dir niemals und Filme an von, wie heißt der, von Klaus Kinski, der Stammregisseur? Arschloch. Genau, von Arschloch. Blödes Arschloch heißt er. Genau, guckt dir lieber keine Filme von Arschloch an, weil Fitzcarraldo, ganz furchtbarer Film, das ist der berühmte Film, wo Klaus Kinski ausgeflippt ist mit hier diesem weißen Anzug hier. Naja, du blödes Arschloch. Genau, so, musst du ja nicht fressen und so. Und der Film, das ist echt 80% Naturaufnahmen. Und der Film geht so langsam voran. Da gucke ich lieber Cannibal Holocaust. Werner Herzog. Da ist auch viel Natur. Ich weiß nicht. Also mit solchen Filmen kann ich dir auch ganz viel dienen. Ja, diese ganzen Abfuck-Filme von vorne bis hinten. Juvenile Crime zum Beispiel. Da geht es um eine... Also einen echten Fall, der passiert ist in Japan, weil Japan ist ja so ein geiles Land, wo alle nett und freundlich sind. Immer, ja. Da hat so ein... Ich glaube, die war noch nicht mal volljährig, irgendwie 15 bis 17 oder so, die aber so mit der Yakuza in irgendwie zusammenhing, weil ein Vater, einer der Vater... Das ist eine Modemarke in Ostdeutschland. Ne? Genau, ja. Richtig. Die hingen da so zusammen und es waren halt so gestörte Teenager irgendwie, was weiß ich, 5, 6, 7 Leute und die haben halt über Monate hinweg so ein Highschool-Mädel bei sich gefangen gehalten und von vorne bis hinten vergewaltigt, gefoltert, auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt und so. Völlig degeneriert, Alter. Also die Japaner haben es ja auch faustdick hinter den Ohren. Wir haben ja auch die ich vergesse die genaue Zahl immer, ne? Die Unit 834 oder so, die auch im Zweiten Weltkrieg richtig tolle Experimente an Menschen gemacht hat. Fun Fact. Ja, und das gibt's auch quasi als Film, so richtig ranzig, weil auch mittlerweile uralt. Und was komisch ist, weil Japaner wiederum sind ja bei Nacktheit ganz komisch und zensieren das dann. Selbst in Pornos, und, ne? Und ja, und dann hast du aber hier so einen Spielfilm, der irgendwie so eins der härtesten Verbrechen des Landes an einer einzelnen Person darstellen soll. Und dann ist das aber irgendwie zensiert. Das ist irgendwie ganz komisch. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt da ja ganz viele tolle
Filme. Apropos Eisberg. Ja. Top. Warte. Top der Film Titanic dauert genauso lange, wie das Schiff brauchte, um unterzugehen. Ja, schön. Das fand ich ein Fun-Fact. Und zu Japan habe ich auch noch einen, und zwar, das fand ich richtig geil übrigens, würde ich gerne übernehmen für Deutschland. In Japan ist es üblich, während des Jobs zu schlafen. Ja. Warum, was denkst du, warum? Weil die so fertig sind, weil die so viele Stunden arbeiten. Genau. Da dies ein Zeichen harter Arbeit ist, stellen sich manche Leute auch einfach nur schlafend, um einen guten Eindruck zu machen. Ja. Oh, der Peter, der schläft wieder. Oh, das ist ein harter Arbeiter. Habe ich noch nie gehört bei mir. Ja, wenn ich geschlafen habe, gab es immer eine Abmahnung. Ja, aber es ist auch einfach... Also Japan hat auf jeden Fall seine Schattenseiten. Deswegen, wenn du da als... Das ist doch eine Schattenseite, Alter. Das ist geil. Ja, aber das ist ja auch nur so, weil die halt irgendwie teilweise 12 Stunden arbeiten. Oder halt von der Arbeit mit den Kollegen abends saufen gehen, dann nur schlafen und instant wieder auf Arbeit gehen so und dann immer weiter. Die haben eigentlich kein Privatleben dann. Es bessert sich gerade ein bisschen, aber trotzdem, also als Tourist ist Japan geil, aber wenn du da wohnst und in diesem Zyklus drin bist, nicht so. Was glaubst du, wie lange braucht man, um über die gesamte chinesische Mauer zu laufen? Im Schritttempo normal, meinst du jetzt? 5000 Meilen lang, ja. 5000 Meilen, was wären das sein? 6500 Kilometer oder sowas? Ja, vielleicht. 7000? Ich kenne den aktuellen Wechselkurs gerade nicht. Ja, ich auch nicht genau im Kopf, aber das sind 7000 Kilometer, 6 km/h läuft man normalerweise, glaube ich. Matt Robin, ja. 5 km/h, ich bin mir nicht sicher. Das heißt 1200 Stunden geradeaus laufen. Du hast es jetzt eh in Tagen, ne? Kannst du mir jetzt nicht sagen. Ich hab's in Monaten. Ja, in Monaten. Ja, was sind 1200 Stunden? Das ist einfach. Das ist doch Monate. Mach mal hier Fun Fact rechnen. Ja. Rechner. Hast du keinen auf dem Handy? Krass. Das ist egal, also habe ich, aber das dauert doch länger. 1200 habe ich jetzt gesagt durch 24. Sind 1,5 Monate. Ich habe hier 18 Monate stehen. 18 Monate? 18 Monate braucht man. Hä? Laber. 18 Monate? Ja. Ich kann mal völlig besoffen, checken, Alter? Wie lange... Das kann nicht sein. Läuft man... Also jetzt mal, wenn ich jetzt mal zu Fuß einstelle, von hier nach China laufen, ja, das sind keine 18 Monate, das sind vielleicht 18 Wochen, ja. Aber selbst das nicht. Also meine eine Quelle sagt 18 Monate, hier sagt noch eine 530 Tage. Wenn du an 10 Stunden davon unterwegs bist, jeweils. Ach so. Ja, nicht durchgehend laufen, das ist natürlich nur mal ein Unterschied. Das kann sein, dass das so gemeint ist. Ja, also ich bin natürlich jetzt von durchgehend Laufen ausgegangen. Aber guck doch mal, wenn ich jetzt Berlin Hauptbahnhof bin, ja, und dann berechne ich, der Hauptbahnhof, das ist ja wieder scheiße, Berlin, so, und dann möchte ich jetzt eine Route nach Shanghai zum Beispiel. Und die möchte ich bitte laufen. Dauert kurz. Ja gut, 129 Tage sind das. Siehst du, das kommt schon hin. Ja, aber nee. Nee, aber nee, gar nicht. Ja, also das von hier nach Shanghai sind nur 130 Tage. Dann kannst du nicht mit 500 Tagen. Also wie gesagt, klar, wenn du jeden Tag 10 Stunden läufst, dann... Also es sind auch 18 Monate ungefähr, wenn dir das so rechnen, dass du von diesen... Also 10 Stunden quasi. Ja, du kannst diese Zahl halt dritteln, wenn du 24 Stunden durchläufst, weil das ist ja hier, das wird ja bei Google nicht gesagt, dass du irgendwie Pausen machst. Aber trotzdem, also. Ja, aber um es realistisch zu sehen, du bräuchtest realistisch gesehen, wenn du 10 Stunden durchgehend läufst am Tag, brauchst du 18 Monate. Ungefähr. Das ist trotzdem irgendwie degeneriert. Aber ja, die Mauer ist lang, das wissen wir. Ja. Naja, ich habe noch ein anderes Fach, wo ich mich sinnlos auskenne, und das sind Magic-Karten. Da würde ich jetzt mal zum interaktiven Teil übergehen wollen, wenn du gerade dein Handy in der Hand hast, was du gerade weggelegt hast. Würde ich dich einfach mal bitten, du gibst jetzt mal ein, bei Google Bildersuche, Iconic MTG Cards. Was, Iconic? MTG, also Magic the Gathering Cards. Ja. Und dann sagst du mir einfach mal den Namen. Oder du siehst dann wahrscheinlich so ein paar Karten und sagst mir mal einen Namen und ich sag dir, was die machen. Okay, auch wenn es auf Englisch ist, ja. Das ist völlig egal. Also Englisch oder Deutsch. Also Französisch wüsste ich jetzt wahrscheinlich nicht. Tarmogoyf. Ja, das ist einfach. Tarmogoyf kostet einen grünen Wald und ein beliebiges, also so eine Scheiße. Eins steht daneben. Ja. Unten steht dann Sternchen und Sternchen plus eins. Und Tarmogoyf ist so stark wie alle Kartentypen im Friedhof, aller Friedhöfe zusammen. Okay, ist ja echt random. Lee Schwittens Ramp.
Was? Warte. Leech-Ridden-Swamp. Ach, Leech-Ridden-Swamp. Ja, es war doch pixelig, jetzt kann ich es lesen. Leech-Ridden-Swamp. Okay, also das würde ich jetzt nicht sagen, ist irgendwie eine ikonische Karte. Ich weiß nicht, wie du da hingekommen bist, aber das müsste eine Karte, also es ist ein Land auf jeden Fall. Und das kannst du, glaube ich, zu einer Kreatur umwandeln. Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin. Leech-Ridden-Swamp müsste eigentlich sein. Ja, da scheitert es schon. Ja, die Zeit, aber Alter, was ist denn das? Also Dion, du wüsstest vielleicht, was das ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass du die für einen Mana zu einem Skelett machen kannst. Für ein schwarzes Mana. Hier steht, Leech-Ridden-Swamp enters the battlefield tapped. Ah, warte. Es exiliert einen Friedhof wahrscheinlich. Each opponent loses one life. Activate only okay. If you control two or more black permanents. Ja, nee, das ist eine Karte, die spielt keiner. Die ist zu schlecht. Okay. Aber ist okay. Hab ich verkackt. Pacifism. Ganz leicht. Das ist eine Verzauberung, eine weiße, ja, für dich vielleicht eher gelb aussehend. Die kostet ein weißes. Ich bin farbenblind. Naja, man sagt weiß, aber eigentlich sind die ein bisschen gelblich. Die kostet ein weißes, so eine Sonne oben rechts und ein farbloses steht daneben. Also ein beliebiges ist das. Und die verzauberte Kreaturen, die kann nicht angreifen, nicht blocken. Cannot attack or block. Ja. Easy. Okay, eins noch, warte, und zwar Jace the Mind Sculptor. Ja, das ist natürlich eine sehr ikonische Karte. Das ist ein sogenannter Planeswalker. Das ist der räudigste Kartentyp, den es gibt. Ja? Ein Planeswalker kommt ins Spiel und ist sozusagen wie ein eigener Spieler sozusagen, jetzt mal einfach erklärt. Den kann man angreifen wie ein Spieler. Jace müsste meiner Meinung nach mit 3 Marken ins Spiel kommen. Unten rechts müsste eine 3 stehen. Mhm. Ja, kostet 4, 2 blaue, also 2 so Wassertropfen sind da und 2 nochmal beliebige. Und dann hat er 4 Fähigkeiten. Und das ist auch besonders, weil die meisten Planeswalker haben nur 3. Jace hat 4. Das erste müsste +2 sein, macht Fate Seal 2. Das zweite, also auf jeden Fall hat er ein 0. Das müsste ein Brainstorm sein. Also zieh 3 Karten und leg 2 zurück. Genau. Aber ich glaube, dann hat er noch eine andere. Also der hat unten noch eine Ultimate, die eh das Spiel gewinnt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was die macht. Das ist so eine Hurensohn-Scheiße. Die zieht Karten, nee. Was gewinnt der? Oh, fuck. Ich glaube, +1 macht er auch und, nee, warte, -1 macht er und bringt eine Kreatur auf die Hand zurück. Ja. Aber was die Ultimate macht, schwierig. Weiß ich gerade tatsächlich nicht, weil ich so viele Planeswalker in den letzten Jahren, da kommen ja immer wieder neue raus. Und die haben alle quasi so eine Ultimate unten. Basically, wenn du das schaffst zu aktivieren, hast du eigentlich gewonnen. Das ist bei fast allen Planeswalkern so, deswegen Dreckskartentyp. Ich sage, der tauscht den Friedhof und die Library von einem Gegner aus. Exile all cards from target player's library, then Then that player shuffles their hand into the library. Ja, okay, die Hand und ihn. Also was für eine Zahl ist daneben? -8? Nein. -8 ist ein bisschen viel. Warte, er kommt mit 3 rein. Nee, es muss weniger sein. +2. Wo kommt das hin? -7? Ich gucke sehr ernst in die Kamera, also ins Mikrofon. -7? Nee. -6 sogar? Nee. Dann -9. Nee. Was? -10? Nee. Was? Also es ist auf jeden Fall Minus. Ja. -11? Nee. Ist es -5 nur? Nein. Nein, hä? -12 sogar? Ja. Ach so scheiße, na gut, dann ist er ja fast balanced. Ja, das okay, -12 hätte ich nicht gedacht, das ist echt hart. Ich habe den ewig nicht gesehen, aber das ist halt einer der ikonischen Planeswalker. Aber das waren natürlich jetzt... Das waren so ein paar, die man halt, die eigentlich auch jeder Casual zumindest mal gesehen hat, sag ich mal. Aber das eigentlich Harte ist ja, wenn wir jetzt eine Runde Commander spielen, wo, also Commander ist, du hast einen Commander und das ganze Deck ist darauf aufgebaut sozusagen, eine legendäre Kreatur. Und ich merke das immer, wenn man mit Anfängern spielt, die sitzen halt am Tisch und müssen permanent gucken so. Und dann hast du quasi pro Spieler da mindestens 20 Karten liegen am Ende. Und die müssen das alles irgendwie sich angucken. Aber wir wissen, also wir erfahren, wir wissen halt bei jeder Karte automatisch, wir wissen immer, was überall liegt. So. Und das ist eigentlich, der Pinnacle of unnützes Wissen in deinem Schädel, Alter. Dass du am Tisch sitzt und, okay, ich erkenne da so ganz grob hinten ein Bild, ich weiß genau, was es ist. So. Ja, und Jace zum Beispiel, da habe ich
glaube ich, einmal jetzt in den letzten 10 Jahren Commander spielen, habe ich den mal gesehen, weil den spielt in Commander eher keiner. Aber halt so diese Karten, die in Commander jeder spielt, die kennt man halt einfach auswendig. Und wenn es nur das Bild oder der Name ist und man weiß sofort, was die alle machen. Also ich gewinne oft bei so Sachen wie, erkennst du den Song? So Songarten, ja. Da gewinne ich mal sehr, immer in meinem Umfeld. Das ist auch gut. Das können wir jetzt nochmal machen. Pass mal auf. Da, weil das ist auf jeden Fall auch unnützes Wissen. Ich werde jetzt mal, das hat, wie heißt er? Jack White hat das mal mit Beatles-Songs gemacht. Eine Sekunde einen Beatles-Song abspielen und er muss sagen, was es für ein Lied ist. Das kann ich von Falco. Ich hätte es jetzt mit Die Ärzte gemacht, weil mit Falco kenne ich mich halt nicht aus. Ah, Die Ärzte, nee, da bin ich nicht gut drin. Das musst du jetzt probieren. Also Die Ärzte, ja, wäre ich nicht der Schlechteste drin, aber ich glaube, so die 80er-Songs kenne ich halt nicht so gut. Also alles, was halt Nachschrei nach Liebe kommt, da kenne ich mich gut aus. Ich glaube, du bist da besser, als du denkst. Warte. Ist natürlich hier mit Werbung ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt hier eine Sekunde. Das ist schon der Song. Ja, siehst du, es war halt nicht mal eine Sekunde. Hier steht immer noch 0-0. Ja, okay. Aber auch so mittendrin, weil ich finde, Anfang mal sehr einfach. Aber so mittendrin, eine Sekunde ist manchmal schwieriger, wenn es nicht gerade der Refrain ist. Okay, jetzt müssen wir die Werbung kurz abwarten. Ich bin mir nicht sicher, ich könnte mir vorstellen, das hier ist schwerer. Ja. Du sagst ja, du kennst, also ich gebe schon mal den Tipp, der ist ein bisschen älter. Ja? Das ist ja okay, ja. Das ist Eva Braun, nee, oder? Nee, das wäre ein geiler Song, ja. Aber der ist auch 80er, oder? Bestimmt. Der ist 80er. Ja, nee, der kenne ich mich nicht so gut aus. Das habe ich weniger gehört. Zum letzten Mal. Ja, gut, er hat sie geliebt. Schon seit vielen Jahren. Alles was, wie gesagt, nach die Biel kommt. Nee, nicht nach die Biel. Wo war nochmal? Schrei nach Liebe drauf. Ich gucke nicht drauf. Schrei nach Liebe ist Bestie in Menschengestalt. Genau, alles, was danach so ungefähr kommt, so. Ja, ich gucke gerade noch. Jazz ist anders, hell und so, da kenne ich mich gut aus. Ja, ich glaube tatsächlich, 9 Lieder ist es für dich super easy tatsächlich. Ohne Scheiß, Falco, egal was, sofort. Album, okay, ich mache gleich noch einen Falco-Song. Geil. Demokratie. Ja, siehst du. Aber bestes der hellste Song. So, ich mache jetzt mal was. Ich probiere jetzt mal was. Mach mal. Es kann auch, können B-Seiten sein, es können Remixes sein, ich kenne alles. Witzig. Ich hätte bei Wetten das aufdrehen können damit, aber gibt's ja nicht mehr. Achtung. Ich höre halt noch nicht. Ich kenne das halt nicht, ne? Ich weiß nicht mal, wann der Song offiziell anfängt. Der ganz Wien oder der Zien, eins von beiden. Aha, okay. Nee, weil das ist derselbe Song, nur auf Englisch oder Deutsch. Ach so. Deswegen, klang das nach der Zien, glaube ich. Ja, war's auch. Ja, bin der Qualität. Das war sein erstes Single, die er gemacht hat. Okay, also es war jetzt nicht, ich habe halt Falco B-Seite eingegeben, deswegen... Genau, es kann sein, das ist halt, war ja, jetzt ja. Nicht so schwer, sag ich mal, ja. Das war ein Song, der singt halt ganz vieles Heart of Heroin und den musste er dann auf Englisch umbenennen, damit er im Radio gespielt wird. Hier sehe ich einen mit relativ wenig Aufrufen. Ich würde den jetzt nochmal probieren, so einen kleinen Falco, aber muss ja nichts heißen, ne? Explicit Divisions. Okay. Aus Data the Groove, ein Album, was sehr hart gescheitert ist, wobei das halt richtig geil ist. Das ist halt ein Album, wo du Texte nicht verstehst. Das ist sehr so Computersprache und sehr, der arbeitet nur mit expressionistischen Ausdrücken und es ist halt sehr artistic und nicht gut für die Charts, sag ich mal. Okay. Ein allerletzten? Okay. Pusher. Aus demselben Album. Das war wirklich ein Ton. Ja. Sehr gut. Aus Pusher. Fun Fact habe ich noch ein paar, und zwar König Heinrich der VIII. Von England hatte Diener, die Grooms of Stool hatten, also Stuhlpfleger, und die haben nach ihm quasi nach dem Toilettengang sauber wischen müssen. Hat er das ausgenutzt und immer alles vollgeschissen wie ein Arschloch? Weiß ich nicht. Mit seinem Frage. Arschloch? Es gab auch mal noch ein Funfact, den Beruf des 14. Mhm. Was könnte das gewesen sein, der 14.? Naja, irgendwas, wo es normalerweise 13 gibt, weiß ich nicht, gibt's nicht. Und dann kommt aber der und macht dann, oder ist das so ein sexuelle Teenager-Ding? Nee, gar nicht, hat okay. Nichts mit Sex zum tun. Glück. Nicht zwingenderweise. Nee, es war früher so, dass ja die Zahl 13 als Pechszahl galt. Mhm. Und wenn eine Gesellschaft aus 13 Leuten bestand, haben sie noch jemanden angerufen, der 14. war. Aha. Und es war sein Beruf, da hinzukommen, der 14. zu sein, und durfte dann mit Essen trinken und auf der Party verweilen. Das hätte ich auch gerne gemacht. Ja, der 14. Finde ich eine coole Perspektive. Aber da siehst du mal, wie dumm Menschen einfach sind, ne? Das stimmt. Ich hätte hier auf jeden Fall noch
ein geiles Subreddit, was ich mal erwähnen wollen würde. Mhm. Und zwar Data is Beautiful. Das geht eigentlich sehr in diese Richtung mit unnützen Wissen. Das ist jetzt nicht irgendwie Underground, das ist schon sehr Mainstream. Es hat 21 Millionen Mitglieder. Aber da sind halt ganz viele Leute, die vorwiegend irgendwelche Charts machen, irgendwelche geilen Analysen, irgendwelche Auflistungen. Ich kann hier zum Beispiel mal das hier zeigen. Vor 7 Monaten, nee, das ist nicht der Top-Post. Das hier ist der Top-Post, auch interessant. Die Nummern 0 bis 99 sortiert alphabetisch. Ja? Und dann sieht man French, Spanish, English, alles gleich. Und German, Alter, mit German Efficiency, weil wir natürlich 1, 2, 3 und dann 21, 22, 23. Also bei uns ist es perfekt sortiert, sag ich mal. Ja. Und die anderen haben quasi so fette Flatschen, wo dann die jeweiligen Zehnerstellen immer. Also die Übersicht ist halt sehr, sieht sehr spannend aus, weil das ihr nicht gerade sehen könnt. Googelt mal, wie kann man das denn googeln? Ja, Data is Beautiful, der Top-Post aus dem letzten Jahr. Und hier, how heterosexual couples met. So, und da sieht man jetzt eine Statistik. Wir beschreiben das für euch, ja. Ich weiß, das ist immer so ein Running Gag, dass wir uns Dinge zeigen, die ihr nicht seht. Aber man sieht hier vor allem, dass der rote Balken, das ist das Online-Meeting, extrem krass nach oben geschnellt ist. Also ist gerade bei über 60%. Sonst war es so über Freunde, über College, Familie. College, Grade School, Work, through family, bar, through friends. Das ist ganz krass im Sinkflug. Ne? Das ist halt unter 10% mittlerweile. Das ist halt insane, Alter. Und die allermeisten lernen sich online kennen. Kann ich verstehen. Ich hatte auch, kann ich denn sagen, auch so 70% meiner Beziehung auch online kennengelernt. Meine aktuelle nicht, aber ich finde das gar nicht schlimm. Also ich hatte auch meine Sexualberatung damals, als ich noch da gearbeitet habe, oft Leute, die gesagt haben, sie schämen sich dafür, dass sie ihren Partner über Grindr, Tinder kennengelernt haben, wo ich dann gesagt habe, ey, das ist der Way to go heute. Ne? Hauptsache, man lernt sich doch kennen, das ist doch völlig aber egal. Ich würde trotzdem zumindest zu bedenken geben, dass das schon irgendwie was am sozialen Kit macht, weil zum einen, klar, ist es gut, du hast eine gewisse Sicherheit, wenn du die aus sicherer Entfernung kennenlernst, aber dieses... So ich glaube, das Abstand, meinst du? Übers Internet halt. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen das schürt, dass man mehr Angst hat. Also wenn du jetzt im Club angesprochen wirst von jemandem, dass du dann diese Sicherheit nicht hast und dann eher erstmal sagst, nee, obwohl das vielleicht dein Traumprinz sein könnte. Mhm. Und auch aus ansprechender Sicht, also ob das jetzt Mann oder Frau ist, aber diese Statistik würde mir jetzt erstmal sagen, dass der Erfolg, eine random Frau anzusprechen, ist jetzt mittlerweile geringer, als er mal war. Wird auch weniger gemacht, glaube ich, ne? Aber kann ich muss sagen, ich habe einen echt guten Kumpel, der ist sehr aktiv im Dating-Game, also eher so lockere Sachen, und der macht Online-Dating überhaupt nicht, ne? Der ist nur an Leute, das an... gibt's schon noch, klar, ich sag nur statistisch. Krass, ich könnte das fast überhaupt nicht. Also ich bin froh, dass es sowas wie Tinder und sowas gegeben hat und Bumble, um Leute kennenzulernen, weil ich finde, das ist auch für Menschen gemacht, die halt so ein bisschen... unsicher sind, ne? Und ich finde, wenn du jetzt in der Bar jemanden ansprichst, weißt du halt nicht, ist die Person vergeben, hat die überhaupt Bock, jemanden kennenzulernen. Und bei Online-Dating-Plattformen weißt du halt, die suchen auch gerade jemanden. Ja. Da hast du schon mal eine Schwelle quasi eliminiert. Was ich noch interessant finde, irgendwie nach 9-11 ging es hart bergab. Da haben weniger Menschen Flugzeug kennengelernt, glaube ich. Ja, irgendwie, es ist halt wirklich 2001. Ne, weil es aber zufällig auch die PC-Revolution war. Also es fängt halt hier irgendwie 98 ungefähr an, dass Online-Dating hochgeht. Ja. Dann dauert es halt irgendwie ein paar Jahre noch, bis dann das mit den Freunden zurückgeht. Aber was ich auch interessant finde, es geht halt hoch, hoch, hoch. Dann so 2008 bis 10 stoppt das mit dem Online-Ding. Und ich glaube, dann kommt Tinder, weil dann geht's richtig steil nach oben. Ja, das kann sein, dass das war. Ne? Früher gab es ja dann so Online-Foren, wo Leute so geschrieben haben, ey, hier, ich suche auf diesem Weg eine Beziehung oder so. Jetzt hast du ja einfach das Swipen. Ja. Hier hat zum Beispiel eine Privatperson den Sex getrackt. Ja, der hat gesagt, meine Frau ist ebenfalls ein Nerd. Und da trackt er, wie oft die Sex haben und an welcher Uhrzeit. Mhm. 23 Uhr ist am häufigsten. Mhm. How long did we spend? Am meisten, na gut, zwischen 30 und 50 ist so das Maximum. Na, 100 gab es auch, aber so Durchschnitt. Total Orgasms, Alter, sie hatte 2281, er 173. Ja, es ist aber nicht normal, ne? Also es ist nicht gewöhnlich. Also ganz viele, ich kenne ja Statistiken, dass weibliche Personen... Alter, total Semen delivered, 696 Milliliter.
Das ja, ist ja hervorragend. Also dass halt Personen, die weiblich gelesen sind, weniger zum Orgasmus kommen, als männliche das tun. Deswegen ist das schon ein starkes Stück, dass es hier anders erscheint. Ja, und wenn die in einer festen Beziehung sind, ist das ja auch nochmal anders. Also, auch da ist es nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, aber ja. Es ist selbstverständlicher, als wenn du einen One-Night-Stand hast mit irgendjemandem. Das stimmt, ja, das stimmt. Der wird jetzt vielleicht nicht unbedingt immer im Sinn haben, dass du eine gute Zeit hast. Leider ja. Where does he finish, Alter? Cream Pie, 83%. Did, also in did der not Person finish. Drin, ja. 15% hat er nicht gefinished. Auch mal geswallowed. How safe we were. No protection. 97% protection. Das ist ja wild, Alter. Und sowas halt nur. Wie Vanilla sind wir? Oh Gott, was? Ah, wegen Kings und so. How Vanilla are we? 69. Ceiling Mirror. Also das ist ganz, ganz wild für die. Also sich im Spiegel angucken quasi. Und Vibrator ist ganz oft auch. Da ich gar keinen Bock, das alles Weed? Festzuhalten. Ist Weed jetzt auch ein Fetisch, Alter? Nee, aber auf Drogen sein, so nicht Chemsex, aber so Drogen, das ist schon ein Ding, ja. Swing. Einmal Roadhead. Rimjob. Das finde ich, also Roadhead, Alter, da muss ich sagen, das ist schon echt Spiel mit dem Feuer. Was ist Roadhead? Na, wenn du am Auto fährst und dabei einen Blowjob kriegst. Das ist echt, das ist, bringt ja auch andere wiederum ja, in Gefahr. Ja, auch nicht so mein Ding. I masturbated every day for a month. Here's what I learned. Oh Gott. Arousal Level. Okay, das ist der Tag des Monats. Da hat er hier alles getrackt. Aber ich weiß nicht, woran er jetzt... Self-reported on 1 bis 5 Scale. Witzig. Hat er mich selbst gemeldet? Okay. Naja, also er hat halt das selber eingeschätzt, heißt es einfach nur. Es ist halt witzig, weil die machen solche alltäglichen Sachen da oft und machen das aber so hyper seriös. Mhm. Das ist halt so das Ding. Difference in mood after session. Guck mal, viermal ging es ihm danach schlechter. Wie oft hat er geweint? Keine Ahnung, steht hier leider nicht. Es ist jetzt nicht nur sechs, guck mal, Deadliest Animals zum Beispiel gibt es hier noch. Oh, das ist ein guter Fun Fact. So, Mosquito ist das tödlichste Animal mit 830 umgebrachten Menschen und zwar im Jahr 2015. Der Menschen nur 580.000. Dann kommt die Schlange mit 60.000, also langer, langer Abstand. Das sind wirklich, also Moskito ist mit großem Abstand Nummer 1. Aber sie übertragen kein HIV, was viele glauben. Das tun sie nicht. Okay. Wenn wir den Mensch vielleicht noch rausrechnen, weil das ist ja, ne, da hat man jetzt nicht so Angst wie, oh, ich gehe in die Natur und da sind Tiere, die mich töten. Aber zwischen Moskito und Schlange, das ist einfach, die macht einfach 10-mal weniger Tode mit 60.000. Also mehr als 10-mal. Dann die Sandfliege, der Hund tatsächlich im Jahr 17.400. Und dann kommt wieder ein großer Abstand, Kissing Bug, ich weiß nicht, irgendein Käfer. Skorpion 3500, wobei Skorpion wahrscheinlich auch eher daran liegt, dass die da sind, wo nicht so viele Menschen sind. Du springst jetzt hier die Freshwater Snail. Das stimmt, eine Schnecke, die irgendwie tötet. Der Bandwurm hat hier 1600 und ganz unten, vielleicht noch interessant, der Elefant tötet im Jahr 100 Menschen. Ja, kommt ja auch wenig dazu. Und der arme kleine Hai, sechsmal im Jahr. Ich finde es spannend, dass die Biene nur 60 im Jahr tötet. Das sind ja die Allergiker, oder? Wollte ich gerade sagen, es ist aber ganz schön wenig. Ich hätte gedacht, dass es mehr passiert. Ja, weil die Bienen ja aussterben. Gibt nicht mehr so viele. Aber solche Statistiken gibt es auch. Und das ist jetzt nicht unbedingt... Das sind alles useless Facts. Das ist schon useless, aber zumindest dieses... Was hast du... Also, die Leute haben ja übelst Schiss vor Haien. Und bei Moskitos vielleicht weniger. Jetzt guck mal, wie viele Menschen durch Bären getötet werden, wie viele durch Männer getötet werden. Oh, das war zu debunken. Nun. Oder auch nicht. Ja, da hatten wir neulich auch ein schönes Foto gesehen. Und zwar... Eine Männerhand verglichen mit einer Grizzlybär-Hand, die einfach so ein riesiger Sack daneben ist. Aber ist egal, müssen wir diese Diskussion nicht aufmachen. Aber ich wollte sagen, das muss ja nicht unbedingt unnützes Wissen sein, weil wenn man jetzt zum Beispiel weiß, ich gehe auf die Philippinen, wo es irgendwie Malaria-Moskitos gibt, hole ich mir vielleicht doch mal vorher eine Impfung ab. Ja. Und dementsprechend ist es gar nicht so useless. Ja. Schlafscharf, achso, ja. Ich habe noch einen Pechvogel, und zwar Douglas Engelbart, der sich die Computermaus patentieren ließ, wurde damit nicht reich, denn das Patent lief ab, bevor sich die Maus durchsetzen konnte. Dumm. Das ist ärgerlich, ne? Das ist wirklich ärgerlich. Da frage ich mich, wie lange so ein Patent hält. Das hält doch eigentlich. Ich dachte auch länger, ne? Da muss es ja schon. Achso, ich habe das jetzt verwechselt mit Musik, die irgendwie nach 100 Jahren. Ja, 80 Jahre nach dem Tod des Künstlers. So, ja. Aber die PC-Maus, dass es dann doch so schnell ging, finde ich. Vielleicht, weil es nicht Relevanz hat oder so. Also, weißt du, wenn du ein Patent machst und keiner nutzt das,
oder so, dass das dann schneller ausläuft? Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das so ist. Keine Ahnung. Das finde ich noch ganz interessant. Das ist auf jeden Fall die Definition von Useless Facts. Swear Words in Taylor Swift Albums. Also man sieht hier, je neuer die Alben werden, desto mehr verwendet sie Swear Words, also Schimpfwörter. Wir haben hier am meisten genutzt Fuck, offensichtlich. Dann Shit, Bitch, Hell nutzt sie auch ganz oft, wobei jetzt Hölle als Schimpfwort, ich bitte dich. Dann haben wir Dickhead, Goddamn, Damn und Whore. Ach, das überhaupt flucht, finde ich ja spannend, wusste ich gar nicht. Die wird so ein richtiger, die hat nämlich, guck mal, bei Taylor Swift, das erste Album, hat sie nur einmal Damn gesagt. Und dann hat sie zwei Alben gar nichts Schlimmes gesagt. Mhm. Und jetzt dreht die langsam frei. Ich wusste auch gar nicht, dass sie schon so viele Alben hat. Das ist schon hart, Alter. Ja, die wird ja auch langsam Flücke, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Alben schon. Und 10. Da gibt es ja auch so Vergleiche irgendwie vom Wortschatz von verschiedenen KünstlerInnen und von Bands und so. Mhm. Dass intelligente Menschen hören dann die Bands, die mehr Wortschatz haben und so. Aber glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass Menschen, die intelligent sind, dass sie auch mal dumme Musik hören. Ganz gerne. Das glaube ich nicht. Wir sind über der Zeit jetzt langsam, ne? Ja, was geht man da überhaupt? Auch ein Fun-Fact. Wir haben die letzte Woche nicht... Haben wir aber vergessen, ne? Ich habe ja noch gerade offen, dass in den letzten 10 Jahren die Amerikaner richtig fett geworden sind. Ui. Obesity Rate. Es gab 6 Staaten, die grün waren. Es gibt gar keinen mehr, der grün ist. Aber ja, ich gebe der Woche Fett von Fett. Ja, Fun Fact. Ich habe viel gelernt, vieles vergessen. Das Ding ist, wenn ich spontan Fun Facts oder Trivia-Fakten raushauen will, fällt mir immer nichts ein. Hm. Aber man liest ja sehr viel. Also ich liebe ja Trivia-Videos zu schauen über irgendwelche Spiele, die ich spiele und über Filme, die ich gesehen habe. Das erste, wenn ich einen Film oder eine Serie gesehen habe, ist, dass ich auf Wikipedia gehe und mir die Trivia-Facts angucke und dann noch weiter recherchiere. Also bei mir ist es eher so, dass ich dann lieber gucke, was andere Leute so denken. Weil ich diese Diskussion dann immer ganz cool finde und wenn es sich auch gebieft wird über irgendwas, finde ich eigentlich ganz geil. Das hasse ich eigentlich. Ich mag es nicht gerne, mir so Meinungen von anderen Leuten einzuholen über Filme, weil es macht es oft kaputt. Ganz oft ist das so. Also manchmal sehen die auch Sachen, die du nicht siehst und wie gesagt, ich amüsiere mich da. Jetzt zum Beispiel gibt es die große Diskussion bei The Last of Us Staffel 2. Du hast ja mittlerweile geguckt, weil du klug bist. Staffel 1 habe ich gesehen. Ja, Staffel 2 ist ja auch noch nicht raus. Gut. Aber es gibt halt die ersten Fotos von Ellie, die halt immer noch relativ ähnlich aussieht, aber im Spiel 5 Jahre älter ist und 10 Jahre älter aussieht. Und da wird sich halt so der Schädel eingeschlagen drüber und das amüsiert mich. Ja. Ja. Ich habe hier vielleicht zum Schluss noch Are the Rich Getting Richer? Ja, also alles, was ich hier zitiere, die Top-Posts aus Data is Beautiful vom letzten Jahr, wenn ihr das nachschauen wollt. Are the Rich Getting Richer? Und da haben wir hier die Bottom 50%, die wachsen. Wir haben hier, welches Jahr ist denn gerade? Sehe ich gerade gar nicht. 2002, 3. Ach, da in der Mitte. Ja. So, also die Bottom 50% sind hier gerade bei 10% in 2010. Mhm. Also das scheint ein bisschen zurückzugehen und weniger zu werden, aber die Top 1%... Aber jetzt gibt es mal ganz krass Anstieg nach der Pandemie. Genau, die Top 1% haben so in der Pandemie, und es geht nur bis 2022, ja, die sind plötzlich bei 30% des Gesamtreichtums. Und hier haben wir es nochmal als Graph. Da geht es steil nach oben. The world's top 500 billionaires have seen their wealth quadruple in 10 years. Also zwischen 19 und 20 gab es nochmal so einen Peak nach unten quasi, wo der Trend andersrum war. Und dann ging es explosionsartig wieder nach oben, dass die Reichen wieder zugelegt haben. Krise kann auch geil sein. Ja, hat eine berühmte Weimarer Band in einem ihrer Songs gesungen. Ja. Und gibt es auch so einen geilen KI-Song drüber. Egal, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Kaufen an Jonas. Geil. Kauft gerne auch noch mehr Hörerwünsche. Auch wenn ihr Bock habt, uns mal richtig rauszufordern. So irgendwas Dummes. Ne? Ein Thema, was eins von uns beiden übelst nervt. Also Falco-Podcast machst du schön alleine. Also Falco-Podcast wäre ein Wunsch. Aber auch Magic wäre eine Ausgabe, ja, die witzig wäre. Ja. Wrestling wäre lustig, wenn sie nicht schon gegeben hat. Weiß ich nicht mehr. Ja, oder auch was ganz, worüber wir gar keine Ahnung haben, Staubsauger oder so. Da, also da habe ich halt zufällig Ahnung. Ja. Ah. Ich habe grünes Blut, ja. Meine Oma ist ja 40 Jahre Vorwerksvertreterin gewesen, hat 1000 Preise bekommen. Hm. Jedes Mal, wenn sie Verkäuferin des Jahres war, hat sie so einen Diamanten an so eine Brosche bekommen, das ist voll mit Diamanten. Wow. Also da machst du mir nichts vor, Vorwerk muss sein. Ach so. Grünes Blut und nicht die Piraten, die manchmal im Atrium stehen, das sind keine echten Verkäufer, ne? die haben nicht die Lizenz. Das sind Piraten. Aber die haben doch auch so Vorwerk Material bei ausliegen. Ja, Material, aber die haben nicht die Lizenz, das sind Piraten. Aber das wusste ich nicht. Hat mir meine Oma alles erklärt. Kauft bei denen ja nichts. Werde ich sie mal konfrontieren nachher, wenn ich da ins Atrium gehe. Ja. Gut.
Dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Kauft Hörerwünsche für 20 Euro per PayPal an Robin. Und dann hören wir uns wieder am Sonntag zum regulären. Ja! Yeah. Tschüss.